Mahlzeit Leute, hier sind wir wieder bei Mafia 2 und ja, wir haben unsere 28.000 und gehen zurück nach Joey. Mal gucken, was er von uns will, was wir jetzt machen sollen. Oder ob er das Geld zusammen hat oder nicht. Mal sehen. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Okay, dann suchen wir halt Joey. 6 Stunden später. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Ja, 6 Stunden, naja. Meine Autofahrt sind immer noch nicht besser geworden. Vito. Gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Er kriegt so einiges mit. Nee, wir waren nicht beteiligt. Wir haben zwar die ganze Schützung kaputt gemacht, aber... Wie sie gesagt haben... Wir haben zwar alles kaputt geklopft, aber naja, brauchen wir nicht. Ich glaube, das war deiner.
Nee, hier war es ein Einzelhandel. Hallo. Hey, Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo, Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Okay. Dann halt dahin. Date bene, Vito. Erstmal Motor reparieren, genau. Jetzt fahrt schon. Meine Güte, wie die jetzt los sind. Fahr doch mal hin, da. Na jetzt. Auto steht wieder. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Okay.
Dann sind wir irgendwo oben jedenfalls. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun Sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schwitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Nein, noch eine runtergekriegt. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir, allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Und weg. Mich. Dreckiges Asch! Komm her, Wichser! Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein... Sie haben sie bloß gemacht! Naja. Halt den Wichser ab, solange wir noch Kugeln haben. Stirb, du Arschloch! Naja. Nachtrippe. Scheiß drauf. Ich bin weg. Lass mich leben. Bitte. Das Arschloch hat ihn umgebracht. Runter. Nimm das, du Arschloch! Los, lass dir dein Hirn raus.
Na komm. Du zuerst, ich geb dir Deckung. Wo zum Teufel bist du hin? Hey Jungs, Barbarovic! Hier ist mir Deckung, okay. Wie gefällt dir das? Los, ich geh mal rum. Los! Der hat eine Waffe. Schieß! Los, ich geh mal rum. Okay. Das war ein Schritt zu viel. Wo zum Teufel bist du hin? Hey Jungs, Barbara! Oh, die sind effektiv. Wie gefällt dir das? Okay. Wo zum Teufel bist du? Wie gefällt dir das? Los! Da ist er! Schieß! Scheiße, worauf wartest du? Da ist er doch! Na, kannst du schon. Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen! Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito! Hier. Muss ich alles selber machen? Na gut. Will ich jetzt ein, du Mist? Sterb, du Arschloch! Ich geb dir Deckung. Los jetzt!
Los, Arschloch! Ping! Zeig deine Fresse! Los! Er ist da drüben! Noch einer. Jetzt sieht's so aus. Müssen wir hin? Okay. Okay, diesmal nicht mal einmal eingetötet. Jetzt hat mein Arm rausgeguckt, das kann doch nicht sein.
Hey. Hey, da drüben! Da. Los, Arschloch! Ping! Solange wir noch Kugeln haben. Irgendwie ist aber noch einer. Scheiße, ich hätte zu Hause bleiben sollen. Nein, bitte, ich habe Familie. Ach, fick dich ins Knie. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Okay. Vito, wir haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Gut, Leute, somit war es das einmal für dieses Mal und dann gibt's noch El Greco mit Joey. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.